Tja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Mich hat's mal wieder verschlagen und zwar in die Niederlande zu der Anlage Wild. Hier ist seit Ende Oktober die XL-Saison eröffnet, sprich hier werden schöne Lachsforellen, aber auch Saiblinge, Bachforellen werden besetzt. Mit dabei habe ich heute den Babajan und wir werden mal schauen, ob was geht. Euch nehme ich mit wie immer. Los geht's, auf geht's. So Leute, angekommen, aufgebaut, fange jetzt hier mit einem schockigen 2-Einer an. Dann wollen wir erstmal gucken, in welcher Wasserschicht die Fische stehen. Erster Wurf und gleich ein Blatt. Wasser ist richtig klar, ne? Du fischst jetzt auch Spoon erstmal, ne, oder was? Ich hab seit langem auch mal wieder unseren Babajan dabei. Gucken, ob der noch angeln kann. Ist auch die Frage, in welcher Wassersäule die Fische stehen. Ob die tief stehen oder ob die noch flach stehen. Deswegen jetzt erstmal hier mit so einem Mittelding, mit dem 2-Einer. Siehst du, guck mal, wie tief. Okay. Nehmen wir einen anderen Spoon. Nehmen wir mal einen schockigen Fuger. 2-2. Aha. Vor der ersten Kontakt gehabt. Und sofort Biss? Ja, guck. Also der Vater sagt auch, der hat den Spoon gerade absinken lassen und hatte dann auch sofort einen Biss gekriegt. Also werde ich jetzt ganz langsam den Fuger in 2-2 führen. Ja, alles gut. Ich glaube, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Gummi. Tja, Leute. Mirax 50 in so einer Naturfarbe. Scheint gar kein so schlechter Fisch zu sein. Aber nicht auf Sicht. Ich habe auf Sicht probiert, einmal rausgeschmissen. Und dann, ja, ist ein guter Fisch. Ja, Babajan hier. Als Keschermeister. Einiges ausprobiert. Auf Spoon einen einzigen Stupser gehabt heute Morgen. Und das war's. Und jetzt ein kleiner 50er Mirax. Am leichten Kopf. Nicht auf Sicht. Ich habe hier ein paar Fische am Rand angeschmissen. Da ging nichts. Aber einmal weiter rausgeschmissen. Und dann kam tatsächlich sofort ein Zupfer. Also, Babajan, ich glaube, das könnte ein Gummitag werden. So schnell gibt er nicht auf. Ist auch kein schlechter, ich schätze mal so ein 3-Kilo-Ding, ne? Ja. Na komm. Jetzt hat er aufgegeben. Ne? Kescher einmal gesehen und das war's. Ne? Aber ich habe den sehr lange schlucken lassen. Also der Köder dürfte nur noch raus zu operieren sein. Demnach müsste der auch gut hängen. Guck mal, der gibt nicht auf. Ne? Na komm, Mäuschen. Na komm, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Ja, danke, Babajan. Ein guter Fisch, wa? Ja. Tja, meine Lieben, einiges ausprobiert. Also spoontechnisch war sehr, sehr schwer. Hat nur einen einzigen Anfasser oder einen Stupser hatte ich. Und dann bin ich einmal die Seite hier hinter mir, wo der Babajan steht, entlang gegangen, habe ein paar Fische am Rand stehen sehen und wollte es dann mit einem Gummi probieren. Die Fische, die am Rand standen, hatten nicht so wirklich Lust. Und dann habe ich einmal weiter rausgeschmissen, so Richtung Mitte. Und dann ist uns ein richtig, richtig toller Lachs eingestiegen.
genau wegen diesen Fischen sind wir hier. Ich schätze mal, das ist so eine 3-Kilo-Lachsforelle. Ja, und auf dem kleinen, naturfarbenen Mirax 50 kam jetzt dieser Fisch. Also, der Babajan baut auch schon um auf Gummi. Und dann wollen wir mal schauen, ob das vielleicht die Lösung ist. Ihr bleibt natürlich auf dem Laufenden. Und ich und der Babajan gehen jetzt arbeiten. Tja, Leute, siehst du, einmal den Babajan verraten. Ja, Leute, ich habe noch gerade zum Babajan gesagt, versuch du mal den 70er. Und ich fisch den 50er und jetzt hat der Babajan hier auch eine Lachs drauf gekriegt. Kein Riese, wahrscheinlich so ein 2-Kilo-Fisch. Aber auf dem, nein! Ja, auf dem 70er Schwarz-Gelb, ne? Ja. Leute, ein Saibling. Ein großer Saibling. Ein großer Saibling auf dem Wobbler. Auf dem Blanki. Der ist rausgeschossen. Richtig toller Fisch. Wahnsinn. Habe ich heute Morgen schon versucht, einen anzuwerfen die ganze Zeit. Und der ist hier gemütlich am Rand lang geschwommen. Blank hier rein. Oh, ist das ein schöner Fisch. Tja, meine Lieben, wie geil ist das bitte? Ich bin wieder ein bisschen gewandert. Und diesmal habe ich einen Blanki drauf gehabt. Habe ein paar Fische, die da immer wieder umherziehen, ganz gezielt angeangelt. Ein schöner Lachs hat reagiert. Leider ist er dem Köder bis vor die Füße nachgeschwommen und dann hat er mich gesehen. Und ja, man kennt es, dann ist er abgedreht. Und dann habe ich gesehen, dass da ein schöner Saibling von der Seite langsam kam. Den Blanki langsam am Saibling langgezogen. Und jetzt das geile Ergebnis, das freut mich richtig. Habe ich schon lange nicht mehr in der Größe so einen tollen Saibling hier erwischt. Wirklich ein wunderschönes Tier. Richtig geil, dass wir den noch hier auf dem Blanki gekriegt haben. Und ja, der Blanki scheint jetzt tatsächlich in der Ecke gut zu funktionieren. Und den werde ich jetzt erstmal drauf lassen und dann schauen wir, vielleicht kriegen wir noch so einen tollen Fisch auf den Blanki. Ich kann euch gerne nochmal das Modell zeigen. Das ist ein etwas größerer Wobbler, der die Fische über die Größe provoziert. So sieht er aus. Das ist jetzt die Unterseite. Der hat nämlich ein Auge nach unten und ein Auge nach oben und das macht den Wobbler so besonders. Das ist jetzt hier die Rückseite. Na, da ist er. Ist ein sehr, sehr kontrastreicher Wobbler und ja, der hat es jetzt quasi hier gebracht. Mal schauen, ob wir auf den Kandidaten ja, nicht noch einen Fisch bekommen. Ne? Blanki. Leute, ist das herrlich. Stand die ganze Zeit eine goldene. Hat den attackiert. Und jetzt haben wir sie. Eine pinke ist das, guck mal. Ja, kein Riese. Aber auf den Blanki. Der zweite Fisch heute schon super passiv und ja, ich habe den Blanki da einmal durchgezogen. Na, komm her. Mal sehen was. Ehrlich. Tja, Leute, absolut nicht einfach. Habe sehr, sehr viel ausprobiert. Und tatsächlich jetzt der zweite Fisch. Eine richtig tolle Goldforelle, wie sie im Buche steht. Tatsächlich. Auf dem Blanki, jetzt in der Pelletfarbe. Der zweite Fisch, wie gesagt, auf diesen Wobbler-Typen. Fische haben so gar keine Lust. Man sieht ab und zu welche, die vorbeiziehen. Ja, und da probiere ich dann, die Köder möglichst dicht am Fisch zu präsentieren. Allerdings gestaltet sich das jetzt hier in dem Bereich auch relativ schwierig. Wir haben jetzt auch etwas Laub auf dem Wasser. Das macht es nicht einfacher. Aber, wie gesagt, dritte Fisch für mich. Babajan bislang zwei Aussteiger. Wir hoffen,
dass da noch was passiert im Laufe des Tages. Leute, da klatscht die Bremse einmal. Der Babajan schlägt hier doch noch mal zu. Was hast du drauf, ein Spoon? Im letzten Moment hat sie zugeschnappt. Ja, kein Riese. Wahrscheinlich so ein Kilo Leckschen. Aber ist dem Babajan seine dritte Chance heute, ne? Der Babajan ist immer wieder für eine Überraschung gut, der Mann. Oh, den hat es aber richtig weggeblasen, den Spoon, ne? Was hast du da drauf? Ah, ich seh schon. Wie gesagt, die gute Farbe. Die gute Farbe, Farbe 12. Schönes Lechsle. Oh, ich hab einen Biss. Ich hab einen Biss. Schöner Lachs, hä? Ja, Leute, während ich hier neu am Knoten bin, ist tatsächlich meine Maracas-Montage, die ich hier habe treiben lassen, damit ich keine Zeit verliere, beim Knoten habe ich wirklich nur so nebenbei reingeschmissen. Und jetzt ist dann richtig guter Lachs eingestiegen. Auf dem Yum-Yum. In der Mitte. Ganz kurzes Vorfach. Gibt's doch nicht, hä? Hast du damit gerechnet? Er nicht. Ich schon. Oh. Meine Güte. Boah, die ist richtig kräftig. Oh, ist ein schöner Fisch. Ist ein schöner Fisch. Babajan? Guter Fisch. Jawollo. Danke. Guck mal. Haken ist raus. Ja. Petri, Dank. Ja, Leute. Da ist sie. Der Yum-Yum. 20 cm Vorfach. Und da ist unser Lechsle. Ja, da ist der Biss. Zieht ab. Und da ist er. Wieder ein guter Lachs. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Ne, Babajan? Rettung. Die Rettung. Das ist wirklich ein guter Fisch. Der stellt sich gut in die Route. Machst du mir den Kescher-Assistenten? Ja. Kein schlechter Fisch. Kein schlechter. Jum, jum.
Nee, Maracas ist das. Hängt aber ganz vorne. Bisschen aufpassen. Ah, Mann. Toller Fisch, ne? Petri, Dank. Ja, Leute, toller Fisch. Selbe Montage hat uns hier nochmal gerettet. Tja, meine Lieben, doch nochmal tut sich ein bisschen was. Wir haben jetzt noch eine Stunde zu fischen und der Wind hat sich gedreht. Deswegen haben wir uns ein bisschen anders positioniert. Wir stehen jetzt auf der Dammseite. Das ist im Hintergrund die Abtrennung zwischen dem Catch-and-Release-Teich. Und da hatte ich einen Biss auf Gummi, Vorfach durch, warum auch immer. Und während ich das neue Vorfach anknoten wollte, bin ich auf die Idee gekommen, meine Maracas-Montage mit dem Yum-Yum reinzuschmeißen. Und quasi das Ganze treiben zu lassen. Und ehe ich mich versah, ist jetzt mittlerweile der zweite gute Fisch eingestiegen. Eine richtig gute Lachsforelle hier, wie wir sehen. Richtig toller Fisch. Und ja, der kam jetzt auf dem Yum-Yum an der Oberflächenmontage aus der Mitte raus. Richtig toller Lachs. Genau wegen solchen Fischen sind wir hier. Und jetzt sehe ich auch, dass der Babajan im Hintergrund am Drillen ist. Ich habe meine Maracas-Montage mit dem Yum-Yum treiben lassen. Und der Babajan sollte ein Auge drauf werfen und tatsächlich ist eine eingestiegen. Wir laufen mal schnell hin und gucken, ob wir das noch drauf kriegen. Aber das scheint jetzt einfach zu funktionieren. Ja, Leute, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Rute ganz runter, Rute runter. Das ist ein guter Fisch. Kam jetzt auf Maracas mit Yum-Yum, ne? Babajan bei der Arbeit. Boah, ist ein guter Fisch. Ein guter Fisch da drauf geknallt. Hast du es gehört, weil die Bremse angefangen hat zu pfeifen? Ja? Ja, Leute, das auch nochmal als kleinen Geheimtipp. Wenn man dem Babajan sagt, pass mal auf die Rute auf, dreht besser eure Rolle auf. Er sagte auch gerade, er hat es nur gemerkt, weil die Rolle schon am Pfeifen war. Also. Ich hab das gesehen, ja, und dann sofort ging die Bremse los. Ja. Okay. Ja, Babajan, siehst du, du bist doch was zu gebrauchen für heute. Guter Fisch, guter Fisch. Ja, jo. Will einfach nicht aufgeben, ne? Will nicht aufgeben. Der Bursche. Na komm, ja, komm, jetzt hat er Luft geschnuppert. Na komm. Jawollo. Oh, das ist ein richtig guter Fisch. Ein richtig guter Fisch. Petri Babajan. Ja, Leute, da ist er, der Babajan mit einem breiten Grinsen. Auch nochmal vielen Dank, Paar, dass du dich um die Rute gekümmert hast. Und ja, Leute, schaut es euch an. Ein Silberbarren, wie der im Buche steht. Richtig toller Fisch. Was schätzt du, was hat er? Also 3 Kilo? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Der Fachmann hat gesprochen. Trotzdem dickes Petri und der war fleißig. Der war richtig fleißig, wir haben es gesehen. Tja, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ist tatsächlich doch noch einiges passiert. Nach den ersten 2 Stunden habe ich wirklich gedacht, okay, das wird hier sehr, sehr schwer. In den ersten 2 Stunden kamen 2 Fische raus, darunter ein richtig toller Saibling auf dem Blanki. Und das war es dann auch erstmal. Allerdings haben wir dann nachher den Platz nochmal gewechselt, hatten leichten Rückenwind und konnten dann mit der Oberflächenmontage, mit der Maracas, doch noch richtig tolle Fische rauszaubern. Und ja, also immer wieder mein Reden, Augen auf am Teich und dann klappt es auch mit den Fischen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mich und meinen Kanal kostenlos abonniert und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Also, ihr bleibt gesund, habt Spaß am Wasser und dann sehen wir uns. Adios, ciao.